Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Freaks Whitecheck, Folge 2. Ja, heute handelt es sich um den Take-Off, um genau zu sein, den Take-Off von Sebastian Rupert aus Bad Wildungen. Hierbei handelt es sich um ein Hus-Take-Off. Gebaut wurde der Take-Off im Jahre 1993 und feierte seine Premiere unter der Leitung von 1993 bis 1995 unter der Leitung von Kip Bonn, also von Kip aus Bonn, in Essen seine Premiere. Ja, wie man hier sieht, finde ich den Takeoff abends bzw. nachts echt ein mega schönes Highlight auf dem Festplatz, optisch einfach nur sehr schön anzusehen. Ich bin damit jetzt dieses Jahr echt einige Male gefahren, also Onrides auf diesem Kanal werden noch folgen. Und ja, diese ganzen Aufnahmen, die ihr hier im Hintergrund seht, sind auf dem Kasseler Sommerspaß 2020 entstanden. Und da habe ich den Take-Off auch das erste Mal jetzt richtig in Action sehen können. Also ich finde die Reaktion der Fahrgäste einfach nur teilweise sehr lustig. Also der Typ, der da jetzt gleich rumschreit, einfach nur legendär. Also das müsst ihr euch mal anhören. Ich habe mich kaputt gelacht bis zum geht nicht mehr. Das muss man mal miterlebt haben. Also ja. Hier mal ein kleiner Ausschnitt davon. Und bitteschön. Film ab. So, Freunde, alles klar, kurze Pause, Ja, da sind wir auch schon wieder. Also einfach nur zum Totlachen, die Reaktion der Fahrgäste teilweise. Also ich find's lustig. Aber dennoch sollte man die Fahrt im Take-Off nicht unterschätzen, denn mit 100 Sachen werdet ihr da im Kreis rumgeschwirbelt oder rumgeschleudert, je nachdem. Liegt ja im Auge des Betrachters. Also die Fahrt macht echt mega viel Spaß. Aber wie gesagt, man sollte die Fahrt nicht unterschätzen und man sollte den ein oder anderen Gegenstand entweder vielleicht jemanden geben oder an der Kasse abgeben, denn manchmal passiert es, dass vielleicht ein Handy einfach bei 100 km/h rausfliegt. Also bei der Fahrt gerade hier, wo der Typi so lustig rumgeschrien hat, da ist auch schon ein Handy zu Bruch gegangen. Ich will auch nicht wissen, wie viele Handys da zu Bruch gegangen sind. Da sind bestimmt schon so einige Sachen, nicht nur Handys, bestimmt zu Bruch gegangen. Dennoch eine sehr sanfte, angenehme Fahrt, richtig coole Airtime. Manchmal wird sogar richtig Party gemacht mit Nebel und Jingles und so weiter und so fort. Also es ist auch eine gute, lange Fahrzeit. Also man kriegt einiges für sein Geld geboten. Also einfach nur perfekt. Also wenn ihr den Take-Off mal seht, dann nimmt ihn mal mit und fahrt damit. Also kann ich nur weiterempfehlen. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich